Herzlich willkommen heute zum Wochenstart am 24. Mai 2021 an der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wie jeden Morgen auch mit dem Blick auf das, was sich an der Börse ereignet. Wobei an der Börse ist heute fachlich ein bisschen falsch, denn die Börse hat einen Feiertag, es wird aber dennoch gehandelt und das sind die Themen. Wir schauen, wo man heute handeln kann am sogenannten Feiertag, Feiertagshandel. Ausrufezeichen, Fragezeichen ist das Thema. Die Nvidia haben wir als Aktie im Porträt und das Ganze besprechen wir in Düsseldorf mit dem Händler Schara, den ich hier direkt begrüße. Hallo Schara. Hi Andreas. Schön, dass du fürs Gespräch zur Verfügung stehst. Bei euch ist ja über LS-TC auch Handel. Und wenn wir direkt auf den DAX schauen, der hier indiziert wird, so fällt auf, dass wir beim DAX fast schon am Allzeithoch sind, richtig? Genau, also wir haben letzte Woche in der ersten Hälfte halt sehr schwache Indizes gesehen und am Donnerstag und Freitag haben wir dann wieder eine starke Erholung gesehen und wir sind da so ein bisschen mit einem blauen Auge, sag ich mal, davon gekommen. Ja, das stimmt. Und wenn die Indikationen von heute auch für morgen so bleiben, dann dürfte das auf dem Weg zum Allzeithoch beim DAX werden. Und das wäre auch ein Verlassen dieser Seitwärtsphase, die wir seit einigen Wochen hier jetzt schon sehen. Genau, wie du schon so richtig sagst, wir befinden uns halt in vielen Indizes halt in einer Seitwärtsphase auch in Amerika. Und wir sehen auch, obwohl jetzt beispielsweise wie Home Depot starke Quartalszahlen rauskamen, dass die Aktien da nicht wirklich stark drauf reagieren, sondern sogar Kurse, also Prozente verlieren. Und ja, ich glaube, wir befinden uns in so einer kleinen Findungsphase. Und bleibt spannend und ist natürlich jetzt nicht sicher, ob es erstmal nach oben wieder zu neuen Rekordständen geht oder ob wir erstmal in dieser Seitwärtsphase verharren. Viel hängt da auch von den US-Technologiewerten ab, die wir extra noch einmal hier porträtiert haben. Und zwar schauen wir uns dazu bei den Technologieaktien als erstes den Index an, der sie reflektiert. Und zwar ist das der Nasdaq. Der hat seinen Aufwärtstrend in der letzten Woche so ganz knapp verteidigt. Genau, also der Aufwärtstrend ist noch intakt. Die Inflationsangst ist auch nicht mehr so wirklich Thema an der Börse. Und ich glaube, die amerikanischen Werte halten sich gerade aktuell über Wasser, weil halt viele Aktienrückkäufe sind. Viele Unternehmen haben halt diese Aktienrückkäufe angekündigt. Und ich glaube, das ist so das, was die Börsen quasi oder die Indizes quasi ein bisschen aufrechterhält. Wenn wir auf den VIX gucken, der Angstbarometer, sage ich mal, sind wir immer noch auf etwas höherem Level, als wir das so gewohnt waren in den letzten Wochen. Also da herrscht auf jeden Fall eine gewisse Unsicherheit in den Märkten. Und wie gesagt, es ist so eine Findungsphase und es ist sehr wackelig noch. Aus dieser Findungsphase können vielleicht weitere positive News nach den Quartalszahlen heraushelfen. Da hast du uns eine Aktie mitgebracht, die wir uns im Detail anschauen müssen, die auch jeder kennt von uns. Und das ist die Nvidia. Genau, Nvidia habe ich heute mitgebracht als den Wert, den wir heute besprechen werden. Nvidia ist ein Entwickler von Grafikprozessoren und ich glaube, das ist wichtig auch mal zu differenzieren zwischen den Entwicklern von Grafikprozessoren und von den Herstellern. Also Nvidia ist, sage ich mal, der Ingenieur, der quasi diese Chips entwickelt, designt und beispielsweise Taiwan Semiconductor ist jemand, der diese Chips produziert und ja quasi die Baupläne umsetzt. Das klingt sehr, sehr gut. Und was sind denn die News, die für Nvidia hier gerade sprechen und die Aktie vielleicht auch so ein bisschen aus der Seitwärtsphase rausheben könnten? Genau, also wir haben Freitag haben wir einen Kursanstieg gesehen, vorbörslich auch in Nvidia, weil halt ein 1:4 Aktiensplit angekündigt wurde. Sprich, man kriegt für eine Aktie 4. Im Grunde genommen ändert das nichts an dem Wert der Aktie oder an dem Anteil der Aktionäre. Es ist halt aber zugänglicher für Kleininvestoren. Eine Aktie, die jetzt mit knapp 495 Euro bepreist ist, ist natürlich für, sag ich mal, sehr kleine Anleger oder die ganz kleine Beträge investieren wollen, dann nicht nicht möglich, dann halt zu investieren. Und wenn wir dann diesen Split haben, haben wir dann nur noch einen Aktienkurs von 125 Euro. Und wenn wir uns den Chart mal angucken, wir haben gesehen, in der Spitze hatte Nvidia schon 450 Euro gehabt, aktuell 540 Euro, sorry. Und aktuell befinden wir uns so knapp bei 495 Euro. Und auch Nvidia hat halt quasi durch diesen US-Abverkauf, durch den Tech-Abverkauf gelitten. Es hängt auch quasi in einer Seitwärtsphase. Hinzu kommt natürlich auch, dass nochmal der Chipmangel
ein Thema war. Also viele Chip-Produzenten hängen halt in so einem Lieferengpass und ja, das erschwert halt nochmal die Aussichten für die Zukunft. Wenn wir uns mal das Geschäft von Nvidia angucken, wir sehen, die Umsätze hängen sehr stark von den Grafikprozessoren ab. Gerade jetzt ist Nvidia halt im Bereich Gaming also sehr stark vertreten. Das ist so der Umsatztreiber, sage ich mal, für PCs, Laptops etc., quasi Grafikprozessoren zu entwickeln. Aber diese Grafikprozessoren können halt auch genutzt werden, um, sage ich mal, Algorithmen zu, also künstliche Algorithmen zu trainieren oder halt auch im Cloud Computing. Und da sehe ich quasi so die Zukunft von Nvidia gehen, dass man so ein bisschen klar im Gaming-Geschäft bleibt, aber von dem Gaming-Geschäft wegkommt und ins Cloud-Business einsteigt und ja, die Umsätze im Cloud-Bereich halt weiter antreibt. Das war ja auch schon mal ein Sonderthema, was wir hier am Wochenende besprochen hatten. Also schauen Sie sich das gerne noch einmal an. Und wir schauen, da wir gerade bei amerikanischen Aktien sind, auch auf den Handel an der Wall Street heute Nachmittag, der ganz regulär abläuft. Also da gibt es keinen Feiertag. Und da habe ich die Termine aus den USA kurz mitgebracht. 14:30 Uhr der Chicago Fed Nationale Aktivitätsindex und 15 Uhr spricht noch das FOMC-Mitglied aus der US-Notenbank, Herr Brainard. Und ja, das sind die Termine für heute. Ab morgen wieder ganz regulärer Handel, aber auch heute weitere Informationen auf den Social-Media-Kanälen von der LS Exchange, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und das Ganze als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank an dich, Shara, und einen ruhigen Feiertagshandel. Wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Wünschen wir auch allen Zuschauern. Bis morgen, alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.